Du hast Probleme, deine Gegner zu orten und eigentlich hast du die Stimme von Beyoncé, aber deine Mates verstehen dich trotzdem nicht. Da weiß ich ganz genau, was dein Problem ist. Und zwar ist dein Headset komplett sch**. Und deswegen habe ich das Richtige für dich, und zwar von Thermaltake Argent H5 7.1 RGB Kopfhörer. Und in diesem Video werde ich dir zeigen, was das Ding alles kann. Also viel Spaß! Im Lieferumfang haben wir den Kopfhörer, wir haben eine Audio-Control-Box am Start, ein USB-C zu 3,5 mm Klinkenkabel, das braucht ihr zum Beispiel, wenn ihr euer Smartphone anschließen wollt. Dann haben wir ein USB zu USB-A Kabel dabei, die Bedienungsanleitung und natürlich die Gewährleistung und Garantie. Der Kopfhörer sitzt hier sehr gut auf dem Kopf, wir haben überhaupt keine Probleme stundenlang zu zocken, nichts drückt hier, nichts zieht. Das liegt auch zum einen an dem Memory-Schaum, dadurch passen sich die Ohren bzw. die Ohrpolster dem Ohr an, dadurch ist es bequemer. Und für mich ist es mega wichtig, wenn ich mal gemütlich zocke, dann spiele ich meistens mit Brille. Und das Wichtigste ist halt, wenn man wirklich mit Brille stundenlang zocken kann, und hier drückt und zieht auch nichts, wenn man Brille trägt. Also an die Brillenträger da draußen, das lohnt sich auf jeden Fall, es ist super bequem. Und wenn wir uns die Qualität vom Kopfhörer angucken, hier ist relativ viel Plastik verbaut, aber es wirkt überhaupt nicht billig, sondern es wirkt sehr hochwertig. Und wenn man hier dran mal zieht oder dreht, es passiert einfach nichts und es quietscht auch nichts. Das stört mich nämlich unheimlich, wenn irgendwas quietscht. Ja, den Kopfhörer kann man in der Höhe verstellen, man kann ihn auch einklappen, und was natürlich wichtig ist, das Mikrofon können wir natürlich komplett abnehmen, das ist auch überhaupt kein Problem, falls ihr irgendwie externes Mikrofon benutzt oder sowas. Ja, und wie gesagt, stundenlang zocken ist überhaupt kein Problem. Der Sound ist wirklich sehr gut, wir haben hier 50 mm Treiber, da ist der Bass wirklich kräftig und die hohen Töne sind auch wirklich klar und super verständlich. Jeden Schritt kriegt man hier mit. Wir haben hier Hi-Res, wir haben hier 7.1. Ich persönlich spiele gerne Singleplayer-Spiele mit DTS und alles andere spiele ich mit 7.1 oder Stereo. Das macht hier riesen Bock. Die Kontrollbox ist mega praktisch. Wir können hier die Lautstärke einstellen. Wir können In-Game-Sound einstellen. Wir haben hier einen DTS-Knopf. Da können wir direkt DTS einschalten oder ausschalten. Wir können unser Mikrofon einstellen. Wir können unser Mikrofon mute schalten, wenn wir wollen. Wir können natürlich normalen Sound mute schalten, wenn wir wollen. Also es ist mega, mega praktisch damit. Jedes Headset hat so seine Schwächen und bei Thermaltake ist es definitiv die Software. Wie ihr sehen könnt, die Software sieht so aus, als hätte das irgendein Praktikant programmiert. Finde ich ein bisschen schade, aber ihr könnt natürlich hier die RGB-Beleuchtung einstellen. Ihr kennt das Spielchen. Wir haben hier statisch, pulsierend, blinkend, Regenbogenfarben, komplett RGB-Spektrum. Hier könnt ihr alles einstellen, ob es dann langsam oder schnell die Farbe wechseln soll. Ihr könnt die Zonen einstellen etc. Ihr könnt natürlich auch ein paar Einstellungen bei den Treibern vornehmen. Hier wird nochmal die Kontrollbox erklärt, die finde ich auch sehr spannend. Und natürlich haben wir bei dem Kopfhörer, bei dem Headset, haben wir natürlich DTS Unbound. Was heißt das? DTS Unbound gibt euch 360 Grad Sound. Allerdings ist es kostenpflichtig, das müsst ihr euch noch extern runterladen und dann ab dem zweiten Monat ist es kostenpflichtig. Für meinen Geschmack ist es nichts. DTS Sound ist meiner Meinung nach auch für Singleplayer sehr gut. Ich, wenn ich Competitive spiele, dann spiele ich wirklich entweder Stereo oder wirklich Surround Sound. Und wenn ich WoW oder sowas spiele, dann halt die volle 7.1. Mikrofon kann man hier ein paar Sachen einstellen. Mute-Button haben wir, haben die Lautsprecher. Dann können wir Kilohertz-Bereiche einstellen. Was ich sehr schade finde, haben wir hier leider keinen Side-Ton. Das wäre sehr, sehr cool gewesen. Und natürlich haben wir noch on top noch einen Equalizer, den wir aktivieren können. Und es gibt 4 vorgefertigte Profile, je nach Spiel. Also ob ihr jetzt First Person spielt oder sowas wie WoW oder sowas spielt. Oder ihr habt halt 4 Einstellungsmöglichkeiten, die ihr belegen könnt. 4 Profile dann dementsprechend, die ihr selber einstellen könnt. Und wir haben natürlich auch oben mehrere Profile, die wir durchspeichern können. Aber meiner Meinung nach ist die Software nicht so ansehnlich. Deswegen lasse ich eher die Finger davon. Und so wie es so eingestellt ist, ist der Sound auch wirklich sehr gut. Apropos Sound, jetzt könnt ihr mal hören, wie sich das Mikrofon anhört. Und ihr fragt euch, wie sich das Mikrofon anhört. Und so hört sich das Mikrofon an. Wie nennt man einen deutschen Astronauten? Allmann. Für 120 Euro bekommt man hier Top-Kopfhörer, man kann lange Sessions zocken dank dem Memory-Schaum, man kann also auch mit Brille zocken, habe ich auch schon lange getestet, alles kein Problem. 7.1 haben wir, natürlich haben wir RGB, super Sache, Hi-Res haben wir hier, 50 mm Treiber, alles was das Gamer-Herz begehrt.
Also es lohnt sich definitiv. Kleiner Abzug ist bei der Software meiner Meinung nach, die könnte man etwas besser gestalten, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen da, lass einen Kommentar da, schreib mir unten in die Kommentare, mit welchen Kopfhörern du so zockst, und ich kann dir die definitiv empfehlen. Also wir sehen uns demnächst. Tschüsschen.